Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forever Skies. So, wir haben da hinten ein blinkendes Licht, ein doppelt blinkendes Licht, und das scheint das Licht zu sein, wo wir hin müssen. Beim letzten Mal haben wir ja hier noch den Raum etwas vergrößert, also ein bisschen vergrößert. Hier drei, ne, sechs, sieben Räume haben wir rangebastelt. Noch zwei Türen. Hier ist wieder das Wasserding und das Mottenteil. Und hier habe ich zugemacht. Ich weiß gar nicht, warum hätte ich das nicht zumachen sollen. Aber ich glaube, wir können das ja später auch wieder auseinandernehmen. Hoffe ich zumindest. Hier ist die Küche jetzt, die provisorische. Und hier konnte ich leider nichts mehr ranbauen, weil ich einfach kein Gewicht mehr tragen kann. Ich vermute mal, dass man irgendwann noch irgendwas entwickeln kann, was man dafür benötigen kann, benutzen kann, damit wir mehr tragen können. Aber das scheint es noch nicht zu geben. Zumindest ist hier im Forschungslabor noch nichts. Werkzeug, Ladegerät, Klebezettel. Wofür? Klebezettel ist doch für... Ist das sowas wie eine eigene To-Do-Liste? Kann ich jetzt endlich in einem Spiel eine eigene To-Do-Liste machen? Das mache ich jetzt, ne? Wir machen uns hier Klebezettel hin. Da kann ich mir alles aufschreiben, was ich brauche. Zeig mal her. Wo ist mein Fabrikator? Hier. Ich kann mir jetzt einen Klebezettel machen. Flicken, Klebe hier. Klebezettel, dafür brauche ich Plastikmüll und Glas. Warum brauche ich Glas? Ich gehe nochmal kurz ein bisschen was wegschießen hier. Haben wir hier noch ein bisschen Stuff, welches ich... Junge, hier ist voll der Sturm. Ich kann hier gar nichts wegnehmen. Vor allem kein Glas. Ich glaube, ich sollte einfach mal weiterreisen, wa? Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Ich hatte, glaube ich, hier noch Kraftstoff drin, ne? Ja, genau, da hatten wir Kraftstoff gemacht. Das war sehr gut. Und Energie habe ich. Achso, ich wollte hier nochmal kurz gucken. Basisturbine. Wofür brauche ich die? Vergrößert die Flughöhe des Luftschiffs, die Wirkung vervielfacht sich mit zusätzlich gebauten Einheiten. Also je mehr ich von diesen Einheiten habe, desto höher und oder desto tiefer kann ich fliegen. Okay. Elektrische Elemente kann ich auch bauen, aber ich muss erstmal elektrische Elemente finden, um elektrische Elemente zu lernen. Da müssen wir dran denken, wenn ich welche finde, dass ich erst das hier lerne. Weil das ist natürlich eine Voraussetzung für die anderen Sachen. Okay. Alles klar. Gut. Also ich wäre soweit. Haben wir noch was zu essen hier irgendwo? Habe ich irgendwo noch eine Kiste gehabt? Ja, hier. Kiste ist hier. Da sind vergammelte Sachen drin. Eine gekochte, fette Staubmotte kann ich essen. Die hält noch 8 Stunden. Das ist nicht so viel. Eine leere Wasserflasche. Die nehme ich mal hier mit raus. Die Motte. Habe ich hier noch irgendwie Wasser? Ja. Okay, Leute, dann lass uns mal losfahren. Da hinten zu dem blinkenden Licht. Oh, warte mal, ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Das Wetter wird gerade besser. Ich muss kurz mal... ein bisschen was einsammeln. Leider außer Reichweite. Sehr schade. Hallo. Nun gut. Aber jetzt. Ich mach... Hallo? Nein. Ich mache zu. Damit es nicht so zieht, ne? So wie hier. Okay, dann lass uns mal los düsen. Zu dem blinkenden Licht. Schiff steuern. Wie war das noch? Ich fahr einfach los, ne? Erstmal muss ich nach oben. Steuerung. Und Shift. Shift geht hoch. Und ich fliege. Ah, so gut. Das Dumme ist, wir müssen dann immer gucken hier. Dass ich hier nicht... ne, weil das geht ja auch kaputt. Oh Gott. Ja, Schiff wurde beschädigt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man das umgehen kann.
Muss ich mich dann parallel draußen hinstellen und die Sachen hier abschießen und dann hier auf Kurs bleiben vielleicht? Hydration level is decreasing. Ja, jetzt gehen wir nicht auf den Brenner. Warte mal, was ist hier los? So, jetzt geht's richtig. Nee, warte mal. Doppeltes Blinklicht. Das ist nicht das Doppelte. Wir müssen dahin. Ich glaube nicht, dass ich da zu dem roten Ding muss. Doppeltes Blinklicht. Das hier blinkt ja dreimal hintereinander. Und hier haben wir zwei Lichter. Da müssen wir hin. Noch mal ein Stück nach oben, bitte. Aber ich komme nicht weiter hoch. Wir müssen schnellstmöglich die Turbine bauen, ne? Und die nächste Frage ist, wie kriegen wir unser Schiff repariert? So, was sehe ich dort? Ich sehe dort ein Gebäude. Links. Und dort ist so ein Turm. Die Frage ist, wo wollen wir jetzt parken? Geht nicht nach oben, ne? Also ich komme nicht nach oben, habe ich das Gefühl. Unknown location reached. Erforsche die Basisturbine und errichte sie am äußeren Teil des Luftschiffs. Ja, wie? Oh nein, und jetzt haben wir das Problem, weil ich hier nicht rankomme, oder was? Oder weswegen? Also ich muss jetzt die Basisturbine erforschen? Aber wie? Ich habe keine elektrischen Elemente. Wie soll ich das machen? Jetzt geht's. Kupfer! Ich hole mal hier ein bisschen was. Aber ich kriege hier keine... Oh Gott, wie mache ich denn das jetzt? Kann ich hier irgendwas abbauen? Kupfer... Also ich kriege hier nur Kupfer. Was ist das da? Metalle. Nochmal Metalle. Okay, oder auch nicht. The problem is, Regenwassersammler, okay, was ist Transformator? Was ist Transformator? Herstellbares Element, das zur Fertigung fortschrittlicher Geräte verwendet wird. Ich brauche aber elektrische Elemente. Ein Satz elektrischer Komponenten, die in einem stoßfesten Kasten verpackt sind. Kann ich die vielleicht? Nee, kann ich nicht. Wo kriege ich die her? Ich muss erstmal die Basisturbine jetzt bekommen. Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Oh Gott. Warte mal, ich muss mal hier was gucken. Wir bleiben stehen.
Glas. Nochmal Glas. Okay, jetzt kommt irgendwas Unangenehmes. Unangenehmes Wetter. Schwierig, Leute. So, hier drinnen kann ich ja auch nicht irgendwas machen. Okay. Da vorne könnte ich noch was abbauen. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, wir müssen erst woanders hinfahren, Leute. Ich glaube, hier komme ich jetzt nicht weiter. Metalle. Hier fliegen Metalle durch die Gegend. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich muss irgendwas scannen. Achso, warte mal. Vielleicht kann ich mit dem Scanner... Dinge scannen irgendwo. Das Dumme ist, es ist so düster, dass ich hier nichts erkenne. Wo könnte ich jetzt hinfliegen stattdessen? Vielleicht fliegen wir erstmal hier rüber, Leute. Auf das Ding. Oder hier ran. Vielleicht kann ich da... Ich fahre mal noch ein Stück nach vorne. So, okay. Hilft ja nicht. Ich drehe noch mal ein bisschen hier. Und mal gucken, was das da vorne ist. Dieses Rote, was da so blinkt. Vielleicht kann ich damit irgendwas anfangen. Okay. Stopp. So, mal gucken. Das ist einfach 30 Kupfer. Toll. Nichts weiter. Oh ja, ich muss trinken. Ich muss trinken. ...45 Metalle. Okay, ich muss dringend was trinken. Ich habe was zu trinken. Und ich esse jetzt diese komische Motte. Oh nee, jetzt ist die schon wieder vergammelt. Wie kann das denn sein? Come on. Ach, das ist doch scheiße. Das ist aber jetzt wirklich Mist, ne? Weil es hat ja noch 8 Stunden gehalten. Und jetzt, Spiel, sagst du mir, ich kann hier nichts mehr machen. So ein Mist. So, ich baue mal hier schnell noch so ein Dingens. So ein Insektenköder. So, ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme, Leute. Ich glaube, ich muss erst woanders hinfahren. Ich denke mal, ich muss erst woanders hinfahren. So, Köder, bitte da rein. So, dann holen wir uns mal ein paar Möttchen. Machen uns ein bisschen was zu essen, weil sonst wird es kritisch. Das muss man dann immer relativ zeitnah machen. Offensichtlich. Schlafen muss ich auch bald. Ja,
fliegen wir denn jetzt hin? Weil hier komme ich nicht weiter. Huch. Ja. Oh, ich nehme auch einen Salat. Den nehme ich auch. Come on. So, ein bisschen Wässerchen hier noch rein. Salat und let's go. So, ein bisschen Licht wäre ja auch gut, ne? Nun ja. Eigentlich brauche ich auf beiden Seiten so ein Geschossding. Guck mal, hier sind da noch mehr Sachen, wo man hinfliegen könnte. Flieg hier erstmal woanders hin. So, Staubbeutel nehmen. Und nochmal runter mit dir. Also hier kommen wir erstmal nicht hin. Das bedeutet, wir gehen jetzt, weil wir haben zwei blinkende Lichter und wir haben was Rotes da hinten. Ich denke mal, die Roten sind vielleicht, haben irgendwas mit Aggressivität zu tun, könnte ich mir vorstellen. Ich sollte vielleicht dahin fliegen. Oder... oder irgendwo anders hin. Oh, noch ein Salätchen. Sehr cool. Ja, ja, du kriegst gleich was. So, noch ein Motte. So, ich hau mir jetzt hier so einen Salat rein. So. Super. Und dann werden wir erstmal eine Runde pennen, glaube ich. Dann überlegen wir uns am nächsten Morgen, wo es hingeht. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Also, wir brauchen halt dieses Dingsbums hier. Wir brauchen elektrische Elemente. Und die müssen wir halt finden. Die müssen wir wahrscheinlich scannen oder sonst irgendwas. Und deswegen müssen wir ja irgendwo hinfliegen, wo wir auch hinkommen. Weil ich kann hier nicht weiter hoch fliegen. Deswegen komme ich da oben nicht ran. Ja. So sieht's aus. So, wenn der fertig ist, mache ich den anderen noch rein. Dann haben wir morgen auch noch was Feines zu essen. So, das hier. Und dann gehst bitte du auch noch da rein. Kochte Staubmotte. Okay. Sehr gut, ich gehe pennen. Gute Nacht. Ah ja, guck mal. 0:11 Uhr war es tatsächlich doch schon. Deswegen war es so dunkel. Wir hatten wohl Nacht. Kaum zu glauben, aber es gibt noch Nacht auf dieser verseuchten Erde. So, ich trinke dann gleich noch was. So, hier, den esse ich. Sind wir erstmal good to go. Was wir noch machen müssen, ist dringend hier noch so ein Schmutzwasser rein. Das heißt, wir brauchen noch mal so ein anderes Teil. Wie hieß das gleich noch? Wasser... Kondensatormembran. Das machen wir jetzt nochmal fix fertig, damit wir Wasser kriegen. So. Es ist jetzt heller, aber ich sehe trotzdem nichts. Fängt auch noch an zu regnen. Na toll. So. Ja, okay, okay. So, Leute, ich sehe gar nichts. Was machen wir denn jetzt? Ich habe überhaupt keinen Plan. Wo wollen wir hin? Ich würde sonst erstmal hier rumfahren.
Ich sehe halt nichts, ne? Motor beschädigt. Der Wassergehalt nimmt ab. Ein Sturm nähert sich. Was soll das bedeuten? Was mache ich denn jetzt? Wieso ist der Motor beschädigt? Wie kann ich den reparieren? Hallo? Das ist ja furchtbar. Ich sehe halt gar nichts, ne? Wo? Lightning strikes the highest targets. Lower altitude or seek cover. Oh Leute, ich muss runter. Ich war jetzt zu weit unten. Das ist auch nicht gut. Ich darf nicht in die Staubschicht. Ist halt richtig kacke, wenn man gar nichts sieht, ne? Also ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. Was ist das hier? Das brauchen wir auch, elektrische Elemente. Ich brauche einmal elektrische Elemente. Aber guck mal, für den Fabrikator hatte ich elektrische Elemente. Wo kriegen wir die her? Boah, hört sich wirklich unangenehm an, muss ich sagen. Fortgeschrittene Insektenköder. Am Insektenfänger montierte Köder lockt Beute aus dem Staub. Okay, soll ich den mal bauen? Mach ich mal, ne? Okay, und ich möchte gerne einen... Da brauchen wir Kupfer, Plastikmüll, Sonnenmelone. Okay, die haben wir jetzt erstmal nicht. Plastikmüll hab ich nicht. Kann ich bauen? Sonnenmelone haben wir allerdings jetzt nicht, aber... Könnt ihr einmal hier diesen Klebezettel... Den würde ich mir jetzt gerne mal holen. So, den kann ich jetzt hier irgendwo ranmachen, ne? Oh, wie cool. Ich mache mir den mal... Hier rein. So. Text ändern. Okay, ich brauche... Wie heißt das? Elektrische Elemente. Elektrische Elemente. So. Die müssen wir finden. Der Sturm muss weg. Oh mein Gott. Ich brauche eine Flasche. Eine leere. Die ist leer. Ich hätte es beinahe getrunken. Verdammt. So. Sehr gut. Okay, oh, ich habe mich aber sehr weit gedreht, ne? Wir sind irgendwo, irgendwie nirgendwo hingekommen. Also da kam ich nicht an. Und jetzt müssen wir... Nee, warte mal. So, wir drehen uns einmal komplett um. Und ich versuche mal... Wir fliegen ja zu dem roten Ding. Ich habe keine Ahnung warum, aber wir machen das jetzt. Ich weiß sonst nicht, was wir machen sollen. Weil da komme ich nicht hoch. Das da ist zu weit weg. Wir müssen dahin jetzt. Motor beschädigt. Ich frage mich, wie man das reparieren kann, wie gesagt.
So, wir werden jetzt da vorne landen. Ja, ist ja gut. So, ich werde hier vorne landen. Mal gucken, was es hier gibt. Warte, ganz kleines Stück noch so rum. Dann drehe ich noch ein bisschen. Damit ich vielleicht hier noch was kaputt machen kann hier oben. So, und ich muss hier runter. Moment, ich muss hier runter. Au. Schiff wurde beschädigt. Ja, hervorragend. So, jetzt gucke ich mal kurz. Oh, ja. Hier, beschädigt. Synthetische Materialien. Nun gut, ich gehe mal hier lang. Komm hier nicht raus. Oh nein. Das ist aber gefährlich jetzt hier, ne? Was ich hier gemacht habe. So, was haben wir denn hier? Ich gehe mal mit meinem Scanner los. Plastikmüll, den nehmen wir doch gerne mit. Den brauche ich schon mal. Deckextraktor muss ich dafür nutzen. Komme ich da ran? Nicht wirklich, ne? Ich versuche mal, ein Stückchen nach vorne zu gleiten, wenn das geht. Nur ein Müh. So, warte. Okay. Habe ich genommen. So, jetzt nochmal runter. Vorsichtig. So. Perfekt. Perfekte Landung. Ich muss hier lang. Entschuldigung. So, jetzt, okay. Gut. Also, wir haben hier einmal eine Leiter. Metallkomponente, die wir garantiert noch wegscannen können. So, hier geht eine Leiter nach oben. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben. Risk of dehydration. Oh. Ich habe Wasser, ne? Okay. Sehr gut. Synthetischer Kraftstoff. Maschinenteile. Was ist das? Flicken. Elektrische Elemente. Ja! Oh mein Gott, das war so gut, dass wir hierher gegangen sind. Metallbodendecke benötigt Schiffbauer. Haben wir gelernt. Flicken nochmal. Kann ich einfach scannen hier. Boah, das ist aber wirklich, also es ist super düster, ne, Leute? Also das muss man jetzt auch mal so sagen. Was ist das? Einfacher Insektenköder, ja, sehr gerne. Flicken. Glaskomponente. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal wegballern alles. Mal gucken, ob wir da rankommen. So, da müssen wir das Schiff auf jeden Fall drehen, damit wir hier nochmal herkommen. Dann parken wir wahrscheinlich auf der anderen Seite nochmal kurz. Oder bleiben einfach in der Luft stehen. Müsste ja auch gehen. So, habe ich eine Wasserflasche? Ja. Schmutzwasser abfüllen.
nehme ich sehr gerne mit. Ich müsste aber, glaube ich, erstmal noch das saubere Wasser, was wir noch haben, einmal abfüllen und dann trinken oder so. Ich weiß nicht genau. So, der eine ist jetzt voll. Ich habe noch eine Flasche. So, ist hier noch irgendwas? War einfach nur Wasser, ne? Okay. Gut, gehe ich wieder runter. So, hier waren wir jetzt drinne. Leute, ich schlage vor, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich gehe jetzt hier in der nächsten Folge nochmal runter und guck mal, was es hier noch so zu finden gibt. Und ich glaube, es geht dann nochmal... Ging es nicht nochmal richtig runter? Ich weiß nicht genau, irgendwas war doch da noch. Wir werden es sehen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Macht's gut. Tschüss. Emergency Land.